Ja, hallo Dennis. Gerade erscheint Hallo. dein neues Singer-Songwriter-Album Unsung Songs mit ausschließlich eigenen Songs. Die Arbeit daran hat dich länger beschäftigt und wurde zum Teil durch andere parallele Projekte unterbrochen. Das Album wird von dir, deiner Band, der Electric Combo und einigen Special Guests am Freitag, den 4. April, im Blauen Adler in Würzburg bei einer Release-Party präsentiert. Wann hast du denn die auf dem Album befindlichen Songs überhaupt geschrieben? Die habe ich nicht am Stück geschrieben. Der älteste Song ist Down to the Levee, der entstand schon im Jahr 2000. Und ich glaube, die meisten der Songs habe ich nach dem Album Shine Like Gold geschrieben. Das kam 2008 raus. Ich würde sagen, 2009, 10 und 11 sind die meisten der Songs Also entstanden. doch relativ aktuell, Relativ aktuell, ja. ja. Und wann begann dann die eigentliche Produktion des neuen Albums? Ich habe 2010 noch ein Album gemacht, B-Sides and Rarities. Und Ende 2011 habe ich mit den Demos angefangen. Und wir haben 2012 dann wirklich mit der Produktion begonnen. Die hat sich dann tatsächlich über das ganze Jahr 2012 und 2013 gezogen. Wir sind jetzt im Frühjahr, Januar, Februar 2014 damit fertig geworden. Mit welchen Musikern hast du denn auf dem Album gearbeitet? Also ich habe nicht mit meiner Band gearbeitet, zwar mit Musikern meiner Band, aber es waren noch viele andere beteiligt. Am Schlagzeug war Jan Hees, wie bei einigen anderen Produktionen davor auch schon, der live leider selten mit mir spielt, weil er weit weg wohnt, aber er besitzt ein Studio und wir haben einen sehr guten Workflow gefunden. Am Bass gab es verschiedene Leute. Friedrich Beetz hat viel gemacht, aber einige Stücke sind mit Tuba auch eingespielt worden am Bass. Da war Klaus Ratzek dabei. Und bei einigen habe ich sogar selbst bassartige Instrumente gespielt. An der E-Gitarre war Jochen Vollbart in erster Linie, Begleitgitarren und auch ein paar E-Gitarren habe ich selbst eingespielt. Und wurde das Studio aufgenommen oder zu Hause? Wie ist das gelaufen? Die Schlagzeugspuren, die wurden schon von Jan Hees in seinem Studio aufgenommen und wir wollten dann eigentlich in Würzburg in einem Studio das Ganze beenden. Das war damals Kraftstrom, da habe ich viel gemacht. Aber du weißt ja vielleicht, das Studio gibt es nicht mehr und gerade als wir loslegen wollten, hat das Studio zugemacht. Also wir haben noch ein paar Aufnahmen machen können im Frühjahr 2012 und dann bin ich dazu übergegangen, das meiste selbst zu machen. Das hatte ich davor schon so ein bisschen gemacht. Jetzt war ich so ein bisschen mehr gezwungen oder es lag noch näher, es selbst zu machen. Und dadurch, dass ich sehr viel gemacht habe, bin ich ganz gut reingekommen. Wir haben uns trotzdem den Luxus gegönnt, ein paar für uns wichtige Klangereignisse dann in anderen Studios noch aufzunehmen. Zum Und Beispiel die E-Gitarre. was verstehst du jetzt unter Selbstmachen? Unter Selbstmachen. Zu Hause Das, ja, genau, in der Küche einspielen, das oder? hat in meiner Küche stattgefunden, teilweise auch in meinem Wohnzimmer. Das war alles ein bisschen mobil, musste dann auch immer mal wieder abgebaut werden, weil das ja teure Mikrofone sind und so. Und deswegen hat sich's auch so ein bisschen gezogen. Das ist übrigens der Vorteil von einem Studio, dass man da durch den Preisdruck natürlich auch gezwungen ist, am Stück wirklich viel zu machen. Zu Hause kann man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit lassen und öfters rangehen. Ja. Der erste Song auf der CD ist Bittersweet und von dem hast du auch ein Video machen lassen. Wie Ja. ist es denn dazu gekommen? Ich habe einfach in den letzten Jahren gespürt, dass man die Leute mit Alben nur noch oder sagen wir mal schwerer erreichen kann als früher. Früher hat es gereicht, wenn du als Musiker Songs geschrieben hast und ein Album produziert hast. Das war quasi Musikprodukt, was dir dann abgekauft wurde, wofür sich die Leute hoffentlich interessiert haben. Heutzutage muss man die visuell so ein bisschen ködern. Das war natürlich ein bisschen Neuland für mich. War das dann dein erstes Musikvideo so? Das war mein erstes wirkliches Musikvideo. Vorher hatte ich schon so Konzertmitschnitte gemacht, aber ich habe da einen sehr guten Partner gefunden, den Jens-Uwe Otte aus Bretten.
Und wir haben im November das Video abgedreht. Da war quasi die Musik eigentlich so gut wie fertig gemixt und gemastert. Mhm. Und es war so ein aufwendiges Unterfangen. Es hat einen ganzen Tag gedauert. Und danach wurde natürlich noch geschnitten und diskutiert und nochmal nachgebessert. Und am 1. Januar haben wir es eingestellt. Und da bin ich ganz froh drüber. Wir planen auch noch weitere Videos. Okay. Kommen wir zurück zur CD. Die hat ja ein etwas ungewöhnliches Cover. Ich halte es hier gerade mal hoch. So sieht sie aus. Man sieht kein Foto von dir, gar nichts. Was ist dazu zu sagen und wer hat das gemacht? Das Cover ist gemacht worden von Jochen Kleinhens, mit dem ich in den letzten Jahren sehr viele Covers habe machen lassen von ihm. Und diesmal bin ich an ihn herangetreten, weil ich ohne Fotos arbeiten wollte und zwar und stattdessen mit Illustrationen. Inspiriert war ich so ein bisschen von Sears & Roebuck Katalogen. Was ist das? Das waren Versandhauskataloge, so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wurden noch nicht Fotos verwendet, sondern eben aus heutiger Sicht relativ aufwendige Zeichnungen. Ja, und es wurde unglaublich viel Text auf engem Raum untergebracht und dadurch ist so eine eigene Ästhetik entstanden. Und Jochen Kleinens ist da sofort drauf angesprungen und wir haben es noch so ein bisschen ironisch durchsetzt, das Ganze, und hoffen natürlich, dass es so gewürdigt wird und gut ankommt. Nicht nur die Gestaltung des Covers ist ja recht ungewöhnlich, auch die Liner Notes. Die heißen Dennis on the Prairie und wurden geschrieben von, korrigiere mich, David Rogers. Das Richtig. Ist ein New Yorker Performance-Künstler, den du kennst. Genau. Wie kam ein New Yorker Performance-Künstler dazu, bei einem Würzburger Songwriter die Liner Notes zu schreiben? Also David hat eine persönliche Beziehung zu Würzburg und ist mehrmals im Jahr hier. Ich habe ihn kennengelernt bereits 2009 während einer sehr experimentellen Performance, wo ich die Musik beigesteuert habe, improvisierte Musik, die hieß Willkommen und Abschied. Und seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben. Ja. 2011 war ich selbst in New York, da hat er mich auch ein bisschen durch Harlem geführt. Selbst lebt er in Brooklyn und dieser Text ist anscheinend mal nebenbei entstanden und er hat ihn mir geschickt. Es ist eigentlich eine Art Short Story, wo ich dann im weiteren Verlauf gar nicht so eine große Rolle spiele, sondern... Ich habe den Text auch gelesen, ja. Und der liest sich sehr gut. Er geht ja los ungefähr so, Dennis Schütze was born in the wrong body. Richtig, genau. Also er sieht dich sozusagen eigentlich als im Herzen US-Amerikaner von den Great Plains, also von den... Wie sagt man dazu? Den großen Ebenen. Also das ist, glaube ich, die Mitte der USA. Das, was zwischen den Küstenstreifen ist. Eher so ein bisschen provinziell. Ne? Ja. Ja, also es ist auch so, dass mein Herz für Nordamerika und nordamerikanische Musikkultur natürlich schlägt. Das hat er auch richtig erkannt. Und ich habe mich da sehr geehrt gefühlt und ihn gefragt, ob ich den Text verwenden kann. Und es war natürlich kein Problem. Da hat er sich auch drüber gefreut. Ja. Ich kann nur sagen, ich habe den Text gern gelesen. Er hat wirklich literarische Qualität. Und gefällt mir sehr gut. Das Problem ist ja immer, wenn man dann eine CD gemacht hat und alle Anstrengungen auf ein Projekt fokussiert sind, danach fällt man leicht in ein Loch rein. Wie ist das bei dir? Wie wird es bei dir jetzt weitergehen, nachdem die CD demnächst präsentiert wird? Hast du schon weitere Pläne? Wie sieht es aus? Naja, also die letzte Zeit war bei mir ziemlich angefüllt, weil ich ständig an diesem Projekt gearbeitet habe. Ich habe aber letztes Jahr im Mai eine CD rausgebracht mit dem Titel Electric Country Soul, die wir live eingespielt haben, während wir an dieser Produktion gearbeitet haben. Und die CD habe ich dann auch wirklich mit meiner Band eingespielt. Und im Herbst diesen Jahres habe ich eine EP aufgenommen mit einer anderen Band, in der ich spiele, die Musikstudenten. Da machen wir akustische Tanz- und Cocktailmusik und da haben wir 5 Musikvideos so produziert, die auch im Januar rausgekommen sind. Also über Arbeit konnte ich jetzt in der letzten Zeit nicht klagen oder über zu wenig Arbeit konnte ich nicht klagen. Ich bin jetzt auch froh, dass ich dieses Projekt abschließen kann, weil 2 Jahre sind dann doch eine lange Zeit. Und wir werden 2 weitere Videos voraussichtlich machen. Zu dem Titelsong Unsung Songs und zu Black as the Devil. Und es stehen auch noch ein paar Termine an, wo wir live spielen. Und ansonsten müssen wir sehen, wie wir mit dem Projekt weiterkommen. Also das heißt, die Agenda ist durchaus gefüllt. Ja, es ist nämlich immer ganz leicht, mit eigenen Songs da einen Fuß auf den Boden zu bringen.
Aber andere Projekte sind schon quasi in der Pipeline und da wird auch schon produziert und aufgenommen. Okay, also wir müssen uns keine Sorgen machen, dass von dir nichts mehr zu hören ist. Nein. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Danke.